Der nachfolgende Beitrag wird präsentiert vom Autohaus Krafthand, dem Mehrmarkencenter in Crimmitschau. Auch die Motorsportfans mussten lange warten, bis wieder etwas losging. In unserer Region ist ja der Sachsenring immer wieder Publikumsmagnet. Viele bezeichnen ihn als die schönste Rennstrecke Deutschlands. Hier wird es am kommenden Wochenende ein ganz besonderes Event geben. An den Start geht die ADAC GT4 Germany. Mit dabei ist dann auch das Team Eastside Motorsport, welches wir im Vorfeld besucht haben. Wir sind heute mal an den Sachsenring gefahren auf Einladung von Dominik Schark. Einigen bist du sicher als Rennfahrer bekannt. Der Sachsenring ist uns allen vertraut. Lange ging hier nichts und jetzt geht wieder was los, explizit vom 23. bis 25. September. Genau, am 23. bis 25. September ist die ADAC GT4 Germany hier zu Gast. Und für Eastside Motorsport bedeutet das natürlich das Heimrennen. Hier vor, denke ich mal, hoffentlich voller Kulisse. Nach der Corona-Zeit jetzt gerade im Rahmen des ADAC GT Masters. Da sind immer viele Zuschauer da und mit den beiden Mercedes-AMG GT4, denke ich mal, wird Eastside Motorsport versuchen, ganz vorne mitzufahren. Ihr seid seit 3 Jahren am Start als Team? Genau, seit 2019 wurde das Team gegründet von Florian Schön und Virginia Möckel. Und seitdem hat sich das Team immer weiter aufgebaut und ich bin seit diesem Jahr als Fahrer hier mit dabei. Und fühle mich hier wohl, macht einen sehr guten Job das Team und bewegt sich auch auf sehr erfolgreichem Asphalt. Wir sind im Hintergrund, hier wird schon kräftig geschraubt und gewerkelt. Das sind natürlich Autos, die man nicht so mal aus der Portokasse bezahlen kann und da müssen natürlich auch Sponsoren an Bord sein. Genau, also der ganze Motorsport lebt ja von Sponsoren, natürlich auch das Team. Sponsoren sind immer willkommen, die mal eine Sportart suchen, die halt nicht sich um den Ball dreht, sondern auch mal Emotionen packen, Motorsport-Action, dröhnende Motoren mit sich bringt. Und das geht natürlich auch alles nur mit Sponsoren. Die Fahrzeuge, das Equipment ist natürlich sehr, sehr teuer, die Reifen, die Saisonkosten. Und da lebt natürlich der Motorsport von. Und deshalb, das Team hatte auch gute Teamsponsoren, hat auch die Fahrer haben natürlich Sponsoren und ich glaube, das ist für jede Firma nochmal so ein was ganz Exklusives dabei zu sein. Es ist auch der Einstieg für jüngere Leute, die sich erstmal ausprobieren wollen, ehe sie vielleicht ganz oben in der Liga mitspielen. Genau, also im Kartsport geht es meistens los. Für mich war es denn, dass ich aus dem Kartsport in den Formelsport bin und dann in verschiedenen Tourenwagenserien und jeder Nachwuchsfahrer hat so seinen verschiedenen Weg, wie es im Motorsport geht. Viele fangen im Kartsport an, gibt aber auch Quereinsteiger, denen es dann natürlich dann schwerer fällt. Ich mache es jetzt seit 22 Jahren. Wir haben auch junge Fahrer hier im Team, die natürlich auch im Kartsport angefangen haben, aber auch ein, zwei Quereinsteiger. Und nur so geht es im Motorsport. Und GT4 Germany ist schon ein sehr, sehr gutes Niveau, sehr internationales, hohes Niveau sogar. Viele gute Fahrer dabei. Und da kann ich nur sagen, am 23. bis 25. September geht hier die Post ab und kann nur sagen, alle, die hier aus der Nähe kommen oder auch von weiter weg kommen, schaut euch einfach die ADAC GT4 Germany an und drückt Eastside Motorsport die Daumen. Was erwartet die Leute explizit genau an diesen 3 Tagen? An den 3 Tagen natürlich ein pickepackevolles Fahrerlager, Event-Feeling, Festival-Feeling, viele Stände und natürlich viel Action auf der Rennstrecke. Das ADAC GT Masters ist hier mit den GT3-Fahrzeugen, die GT4 Germany, noch viele Rahmenserien, die auch auf der Rennstrecke sich denn messen. Und kann man absolut nur empfehlen. Ich glaube, das ist ein Spaß für die ganze Familie, von jung bis zur älteren Generation. Viele Fahrer, die auch im GT Masters, die mal in der Formel 2 waren, in der Formel 1, im GT4 Germany, wo viele Fahrer weltweit aus verschiedenen Nationen sich hier treffen und gegeneinander rennen können. Dann werden wir die Botschaft so nach draußen geben und hoffen, dass ganz viele den Weg an den 3 Tagen zu euch finden. Das würde uns freuen und das pusht natürlich die Fahrer noch mehr. Für die Teams ist es auch schön. Und nach den 2 Jahren, wo keine Zuschauer an den Rennstrecken waren, ist es natürlich gern gesehen, wenn hier die Tribünen voll sind. Zeitgleich mit uns waren auch Sponsoren und solche, die es vielleicht werden wollen, mit vor Ort. Schließlich möchte man ja sehen, wie das Geld angelegt wird. Außerdem bieten sich solche Events geradezu an, mal hinter die Kulissen zu schauen, sich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Wir haben natürlich noch etwas zugeschaut, wie die Rennwagen startklar gemacht wurden und schließlich aus der Box auf die Strecke fahren.
also jetzt vormerken, vom 23. bis 25. September zum Sachsenring kommen und bei der ADAC GT4 Germany dabei sein. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Krafthand, dem Mehrmarkencenter in Crimmitschau.